Hi, ich bin Marc und heute darf ich euch so ein bisschen was zum Thema Grundierung erklären. Und zwar ist es so, wir haben ja unseren ganz normalen, schon vorbereiteten Betonuntergrund, so eine kleine Platte in dem Fall. Was kann man da alles richtig machen, was kann man da falsch machen? Natürlich Restfeuchte richtig schleifen, ganz normal, aber auch das Aufbringen von der Grundierung ist ziemlich wichtig. Das heißt, normalerweise wird wirklich grundiert, dass wir das Material flutend aufbringen. Das heißt, immer wenn ich schön Material vor der Rolle hin und her schiebe, habe ich da einen gefluteten Untergrund. Natürlich auch ganz wichtig, das Ganze im Kreuzgang abzurollen, dass ich wirklich jeden noch so kleinen Winkel erwische. Was ihr nicht machen solltet, ist tatsächlich aus dem Eimer raus zu grundieren und das Ganze so hauchdünn aufzustreichen. Wichtig ist hier eines, wenn wir leise sind, hören wir das. Wir hören hier, wie die Rolle hin und her läuft. Das darf nicht passieren. Wir müssen immer eine filmbildende Schicht unter der Rolle haben, dass wir auch wirklich eine durchgängige Grundierung haben. Das heißt, filmbildend, dass wir die Poren komplett geflutet haben und auch obendrauf, gerade für das PMMA, eine durchgehende Härtung erzeugen. Denn, nochmal ganz leise, hier hört ihr jetzt gar nichts. Das heißt, die Rolle läuft einfach so auf der Grundierung her. Wirklich flutend grundieren, im Kreuzgang abwalzen, so kann da nichts schief gehen. Die Verbrauchsmengen, die ihr circa einkalkulieren solltet, liegen zwischen 400 und 600 Gramm. Das heißt, im Schnitt 500 Gramm Grundierung sollten aufgebracht sein. Natürlich hier auch Materialanhäufungen, wie sie hier zu sehen sind, diese sind zu vermeiden. Ja, das war's schon. Ich danke euch.